Und wir wechseln das Thema. Das Waldland Steiermark ist mittlerweile auch international bekannt. Kein Wunder, gehört doch die steirische Holzindustrie zu den innovativsten der Welt. Und viele Firmenchefs haben eins gemeinsam. Sie wurden im Holztechnikum Kuchl ausgebildet, einer Eliteschule für Holzfachleute. Das Sägewerk Bichler in Kobenz. Seit 180 Jahren wird in dem Familienbetrieb heimisches Holz verarbeitet. Vor einigen Jahren erfüllte sich Hans Bichler einen lang gehegten Wunsch und erweiterte mit seinem Sohn Hannes den Sägewerksbetrieb um ein Leimholzwerk zur Herstellung von Brettschichtholz. Der große Vorteil ist, dass wir wirklich auf den Kunden eingehen können und wirklich flexibel produzieren können. Es geht auch, wenn es nur wenige Stücke sind, ist es auch kein Problem. Ortswechsel. Im Engineering Centerwood des Holzclusters Steiermark in Zeltweg tüftelt der Kallwanger Unternehmer Hubert Burböck an einer Innovation. Er ist einer von rund 150 Clusterpartnern, die hier die Möglichkeit haben, ihre Ideen zu testen. In diesem Fall eine automatische Anlage zur Holzreparatur, die Holzfehler wie Äste und Risse repariert. Mit Hilfe eines Roboters, wie es wir haben, der automatisch scannt, der das Fehler selbst findet, bis hin zu einer automatischen Reparatur. In dem Fall, das ist unsere Innovation, die wir in Kürze marktreif vorstellen werden. Zwei vollkommen unterschiedliche Karrieren in der Holzindustrie, deren Grundstein jedoch in derselben Schule gelegt wurde, nämlich im Salzburger Holztechnikum Kuchl. Eine Privatschule der österreichischen Holzindustrie, die daran interessiert ist, umfassend und speziell ausgebildete Absolventen für die Holzwirtschaft gewinnen zu können. Es ist für jeden was dabei, ob das jetzt der Technikaffine ist oder auch in der Richtung Fußbodenindustrie, für die Kreativen Richtung Holzbau, Richtung Architektur bis hin zum Vertrieb, internationale Marketingaktionen. Beide steirischen Absolventen haben sich mittlerweile einen Namen gemacht. Mit seiner Holzreparatur Hubert Burböck in der Fußbodenindustrie bei Möbelherstellern und Tischlern, Hannes Binder mit seinen ausgezeichneten Holzleimwerkprodukten in der regionalen wie auch internationalen Holzbauszene. Damit das Holz auch wirklich passt, braucht man vom Einschnitt bis zur Sortierung, bis zur Trocknung, bis zur Hobelung. Es sind sehr, sehr viele Schritte, die dann aufeinandertreffen. Und dass diese wirklich exakt funktionieren, braucht man fundierte Ausbildung.